Wer gewinnt das DFB-Pokalfinale 2024? Bayer 04 Leverkusen oder aber die Roten Teufel vom Betzenberg, der erste FC Kaiserslautern? Ich habe das Ganze 100 Mal in EFC 24 simuliert und das ist passiert. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und EFC 24. DFB-Pokalfinale 100 Mal simuliert und das hier wird vielleicht ein bisschen einseitig oder auch zweiseitig, je nachdem wie du das Ganze am Ende sehen willst. Wir schauen auf jeden Fall darauf, wie viele Titel kann Bayer 04 Leverkusen oder aber auch der erste FC Kaiserslautern gewinnen und selbstverständlich schauen wir auf Boniface und Arche, wie viele Tore sie am Ende bzw. auch zwischendurch geschossen haben werden und wir springen sofort in das erste Pokalfinale und das gewinnt Bayer 04 Leverkusen mit 3:1. Boniface hat hier auf jeden Fall schon mal getroffen und Arche leider Gottes nicht. Im zweiten Pokalfinale gewinnt der erste FC Kaiserslautern mit einem 2:1. Diesmal kein Boniface, dafür aber Arche. Und das sieht hier so aus, als wenn das ein ausgeglichenes Video werden könnte. Im dritten Pokalfinale, da macht es mal wieder Bayer 04 Leverkusen mit einem 3:1. Boniface wieder als Torschütze aufgetrumpft. Im vierten Pokalfinale, da schlägt der erste FC Kaiserslautern die rote Macht vom Betzenberg wieder zurück. Sie gewinnen 2:1. Und nach vier Pokalfinalen, jo, da sieht das Ganze relativ ausgeglichen aus. Bayer 04 Leverkusen 2 Titel und der erste FC Kaiserslautern mit 2 Titeln. Bis jetzt ist hier wirklich pure Spannung drin, sofern beide Teams sich gegenseitig jeweils immer den Titel wegschnappen. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass Titel 5 an Bayer 04 Leverkusen geht. 2:0 gewonnen. Titel 6, Bayer 04 Leverkusen 3:0. Titel 7, Bayer 04 Leverkusen 5:1. Bayer 04 Leverkusen 4:3 nach 120 Minuten. Titel 9 geht an Bayer 04 Leverkusen. Titel 10, Bayer 04 Leverkusen. Titel 11, Bayer 04 Leverkusen. Jetzt sind das 7 Titel in Folge. Titel Nummer 12. Da unterbricht der erste FC Kaiserslautern endlich mal Bayer 04 Leverkusen und gewinnt glücklich im Elfmeterschießen mit 3:2. Titel 13 geht an Bayer 04 Leverkusen 3:1. 14, Bayer 04 Leverkusen 2:0. 15, Bayer 04 Leverkusen 4:0. 16, Bayer 04 Leverkusen 3:1. 17, Bayer 04 Leverkusen mit 1:0. Oh, richtig knappe Kiste auf jeden Fall. 18, Bayer 04 Leverkusen mit 3:1. 19, Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. 20, Leverkusen in der Verlängerung 3:2, 115. Minute Jonas Hofmann. 21, Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. 22, Leverkusen mit 3:0. 23, Leverkusen mit 2:0. 24, knappes Ergebnis 3:2 für Leverkusen. 25, Leverkusen nochmal ein 3:2. 26, Leverkusen endlich mal wieder zu 0. 3:0 gewonnen. 27, Leverkusen knappig nach 120 Minuten Spielzeit 3:2. Finale 28, 5:1 für Leverkusen, 29, 4:2 für Leverkusen, 30, 3:0 für Bayer 04 Leverkusen, 31, 3:1 für Bayer 04 Leverkusen, 32, 2:1 für Bayer 04 Leverkusen, 33, diesmal nicht Bayer 04 Leverkusen, sondern hier unterbricht der erste FC Kaiserslautern eine Finalspiel-Siegserie von 19 Titeln in Folge endlich mal Bayer 04 Leverkusen und sie gewinnen knappig mit 2:1. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Momentan heißt das also nach 33 gespielten DFB-Pokal-Finals Bayer 04 Leverkusen 29 Titel. Der erste FC Kaiserslautern ganze 4 Titel. Boniface hat in dieser Zeit 21 Tore geschossen und Arche kommt auf ganze 6 Treffer. Und weiter geht's im Text. Finale 34, Bayer 04 Leverkusen 2:1. 35, Leverkusen 36, Leverkusen 37, Leverkusen 38, Leverkusen 39, Leverkusen 40, Bayer 04 Leverkusen 41, Leverkusen 42, Leverkusen 43, Bayer 04 Leverkusen 44, Bayer 04 Leverkusen 45, Leverkusen 46, Leverkusen, Bayer 04 Leverkusen 48, Leverkusen 49, Leverkusen nach 120 Minuten. Finale 50 geht an Leverkusen knappig nach Elfmeterschießen. Jetzt kommen wir ganz kurz zur Halbzeitübersicht. Nach 50 gespielten Finals hat Bayer 04 Leverkusen 46 Titel errungen. Der erste FC Kaiserslautern, die rote Macht von Betzenberg, ganze 4
Titel erreicht. Zwischen den Torjägern Boniface und Arche steht es momentan 29 zu 7 Toren. Was soll ich dir sagen? Der erste FC Kaiserslautern wird wohl auch im Real Life Hardcore untergehen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir springen sofort zum Finale 51. Bayern 0 für Leverkusen 52. Leverkusen zweimal 3 zu 1 hintereinander. Auch nicht verkehrt. 53 Leverkusen 54. Knappes 3 zu 2 nach 120 Minuten. Im Finale 55 war es mal wieder soweit. Nach 21 Finalsiegen in Folge von Leverkusen schafft es die rote Macht vom Betzenberg ein 2 zu 1 zu erringen und damit mal wieder den Pokal auf dem Betzenberg zu holen. Finale 56 geht an Bayern 0 für Leverkusen knapp durchs Elfmeterschießen mit 3 zu 0. 57 2 zu 0 für Leverkusen. 58 Leverkusen 3 zu 2. 59 Leverkusen 4 zu 0. Finale 60 knapp mit 1 zu 0. 61 mal wieder durchs Elfmeterschießen entschieden 5 zu 3. 62 geht an den ersten FC Kaiserslautern. Diesmal gibt es also nicht so eine lange Siegesserie von Bayern 04 Leverkusen. Finale 63 macht mal wieder Leverkusen klar 3 zu 2. 64 Leverkusen 2 zu 1. 65 1 zu 0 für Leverkusen. 66 3 zu 1 für Leverkusen. 67 ging an den ersten FC Kaiserslautern mit 3 zu 0. Finale 68 geht an den ersten FC Kaiserslautern zweimal in Folge den Pokalgewinn. Das gab es innerhalb dieses Experiments auf jeden Fall noch nicht. 69 macht mal wieder Leverkusen klar. 70 holt sich der erste FCK den Pokal zurück. Nach 120 gespielten Minuten ein 4 zu 3. 71, ja, da war es auch schon wieder vorbei für den ersten FCK. Leverkusen schlägt zurück 2 zu 0. 72, Leverkusen 3 zu 1. 73, Leverkusen 2 zu 1. 74, Leverkusen 3 zu 1. 75, Leverkusen verliert mal wieder das Finale. Der erste FC Kaiserslautern gewinnt hier 2 zu 1 nach 90 Minuten. 76, oh, mal wieder ein Doppelschlag vom ersten FC Kaiserslautern, 3 zu 0. Im Finale 77 gewinnt der erste FC Kaiserslautern zum dritten Mal in Folge. Hattrick für die rote Macht vom Betzenberg. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ob der erste FC Kaiserslautern jetzt hier noch definitiv mehr Pokalsiege einfahren wird, ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall erleben. Finale 78. Bayern 0 für Leverkusen schlägt zurück. 79, Leverkusen gewinnt 3 zu 0. 80, Leverkusen gewinnt knapp 1 zu 0. 81, 2 zu 1 für Leverkusen. 82, 2 zu 0 für Leverkusen. 83, Leverkusen nochmal ein 2 zu 0. 84, Leverkusen 2 zu 1. 85, Leverkusen 3 zu 1. 86, 2 zu 1 für Leverkusen. 87, 4 zu 0 für Leverkusen. 88, 2 zu 1 für Leverkusen. 89, 1 zu 0 für Leverkusen. 90, 2 zu 1 für Leverkusen. 91, 2 zu 0 für Leverkusen. Bayern 0 für Leverkusen. 93, 4 zu 0 für Leverkusen. 94, 4 zu 1 für Leverkusen. 95, 3 zu 0 für Leverkusen. 96, da schlägt der erste FCK endlich mal wieder zurück. Aber im 96. Finale, das ist halt zu wenig. Bleiben also noch ganze 4 Finals über. Im Finale 97 gewinnt Leverkusen 3 zu 1. 98, Leverkusen 3 zu 2. 99, Leverkusen 2 zu 1. Das allerletzte Finale geht auch an Bayern 04 Leverkusen. Nach 100 simulierten Finals bedeutet das also, Bayern 04 Leverkusen hat ganze 87 Titel geholt. Der erste FC Kaiserslautern, die rote Macht von Betzenberg, 13 Titel immerhin geschafft. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Von daher ist das kein kompletter Durchmarsch von Bayern 04 Leverkusen. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass im Real Life Bayern 04 Leverkusen gewinnt. Wer gewinnt für dich im Real Life? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Bei den Torschützen hat Boniface 55 Tore geschossen und Arche ist auf ganze 23 Tore gekommen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel im Real Life ausgehen wird. Bis zum nächsten Video. Sneak sie hier auf jeden Fall nochmal rein. Der HSV reist durch Europa in den ersten und zweiten Ligen, die EFC 24 bereitstellt und gewinnt den einen oder anderen Titel. Sehr, sehr spannend und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.